Ja. Hallo ihr Lieben. Viele Grüße aus Lindau. Ich habe heute einen lieben Gast bei mir aus der Schweiz, aus Zürich. Ist nach Lindau gekommen, 3,5 Stunden gefahren mit dem Zug, um mich kennenzulernen, um zu wissen, mit wem er es zu tun hat. Ist das der liebe Hans? Möchtest du dich selbst vielleicht kurz Ja, ich vorstellen? bin der Hans und seit einiger Zeit habe ich von Peter habe ich das im Facebook gesehen, oder, dass er da so Videos macht und weil ich im Moment ziemlich Schlafstörungen habe, habe ich mich dafür interessiert und für seine Methode. Und dadurch habe ich ihn mal kontaktiert und habe mich sofort eingeladen. Ist so, so schön. Und darum sind wir jetzt hier und ich möchte einfach mehr erfahren über diese Technik. Ja, wir haben zusammen ein schönes Mittagessen gehabt. Ich habe ein ayurvedisches Essen gekocht. Ich koche ja ganz gerne. Und ich glaube, dir hat es auch geschmeckt so. Lecker, ja. Und jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen auch. Auch gerade über Schlafstörungen und viele Leute haben ja auch Schlafstörungen und möchten da gerne raus. Und Schlafstörungen, eigentlich ist das ja auch eine Illusion, Schlafstörung. Für mich Aber ist schon real jetzt, ja, oder? natürlich sehr real. Und wenn man da in dem Boot sitzt, wo man nicht schlafen kann, dann fühlt sich das ja auch gar nicht gut an, weil dann die Gefühle sind auch, wie ist der nächste Tag, Genau. nicht? Und man ist vielleicht auch gerädert, nicht? Man fühlt sich nicht Ja, gut. auch, ja. Du sagst, so letzte Nacht hättest du nur 4 Stunden geschlafen, Ja. nicht? Ja. Und ja, das hängt ja mit, die Schlafstörungen sind ja immer ein Grund dafür, weil Dinge in uns sind, die wir nicht ganz verarbeitet haben. Nicht so, es kann aus der Kindheit sein, das kann irgendwelche Erlebnisse sein, es kann ein Unfall sein, es kann irgendwie Verlust sein, dass man jemanden verloren hat, so eine Frau verloren hat oder auch in Scheidung lebt, Scheidung. Scheidung, genau, das war bei dir jetzt mehr der Fall. Ja, und das sind ja alle Dinge, die müssen irgendwie verkraftet werden und verarbeitet werden. Von unserem Nervensystem. Von uns so, nicht? Und solange das nicht geklärt ist, kann sich das in allen möglichen Formen ausdrücken. Wie zum Beispiel die Schlafstörung. Man kann Kopfschmerzen kriegen, kann unruhig sein. Du sagst auch so, dass viele Gedanken hast. Ich denke da, und das ist ein Karussell, das sich dreht, oder? Und Ja. schon die Angst, ins Bett zu gehen, blockiert und Ja. macht, dass man nicht schlafen kann. So empfinde ich das, oder? Schon der eine Gedanke, jetzt gehst du ins Bett, gehe ich in dieses Zimmer, Ja. dann läuft schon ein Programm ab. Ja. Ja, ich kann ja wahrscheinlich doch wieder nicht schlafen, oder? So denkst du dann. Ja. Ja. Und das hindert natürlich wahrscheinlich schon zum Ja, schon allein das das, Denken, ja. ich kann nicht schlafen, nicht? Ja. Da lädst du eigentlich das Nichtschlafen ein. Sozusagen, ja. Sozusagen. Wenn du sagst, oh, kann ich jetzt schlafen oder kann ich nicht schlafen oder so, oh, vielleicht kann ich gar nicht schlafen, muss die ganze Nacht dann wieder Ja, rumliegen. genau, da kommt die Ja? Angst und Und da die kommt die Angst, ja. Die klar. Angst vor dem Nichtschlafen, nicht? Ja, genau. Guck mal, da steckst du so viel Aufmerksamkeit rein, nicht? In das Nichtschlafen. Ja. Und alles, immer, wo wir mit unserer Aufmerksamkeit sind, das ziehen wir an. Das kommt dann zu uns, nicht? Wenn du jetzt denkst, ich kann nicht schlafen, oh, wie wird die Nacht, nicht? Wie wird der morgige Tag? Bin ich morgen frisch oder wieder gerädert oder so? Genau. Das sind alles Dinge, die du denn jetzt so einlädst zu dir. Und damit gehst du ins Bett nicht und dann liegst du da, ja, und dann hast du den. Dann hast du das, was du da dir Was ich eingeladen eigentlich hast. will, Das, was du nicht haben willst, nicht? ja, Ja. Aber das genau. kenne ich auch so. Also viele kennen das, nicht? Vielleicht kennt das jeder, dass er etwas nicht haben möchte. Und gerade weil er es nicht haben möchte, ist es da. Ja.
Genau. Ja, und das ist so eine Schleife, nicht? Dann bist du da drin und dann steigert man sich da rein, nicht? Ja, genau. Guckst du auch nachts auch immer auf die Uhr, wie spät das schon ist? Das Und mache ich auch ab und zu, ja, aber ich habe mich ja. jetzt das langsam ein bisschen abgewöhnt, Sehr gut. immerhin, oder? Ja. Ich stehe dann auf und laufe herum und versuche zu lesen. Zu lesen. Ja. Ja. Und dann meistens gegen Morgen ist es, dass ich dann doch etwas, kann es sein, oder es ist oft so, dass ich dann einschlafe ein bisschen. Ja, In den Morgenstunden. in den Morgenstunden eher. Von wann gehst du ins Bett, um welche Ich Uhr? gehe um 10:30. Halb 11. Und Ja. dann ist es meistens so, kann ich, schlafe ich etwa bis 1, oder? Ja. Und dann verwache ich, Ach, oder? und bis um 1 schläfst du dann? Ja, ungefähr. Das kann sein, dass die Leber dann wieder anfängt, dass die wird um 1, 2 wird die aktiv, nicht? Dass die auch dazu beiträgt, dass du nicht so gut schläfst. Isst du abends schwer? Nein, ich versuche jetzt abends nicht höchstens bis 7, ich esse um Sehr gut. 7 etwas noch. Ja. Und vor allem Und? Joghurt, ich weiß nicht, Früchte und so. Ach, Joghurt auch. Also Ja. kannst du es besser, die Milchprodukte vielleicht mal ganz wechseln lassen abends. Das habe ich schon überlegt, ob das vielleicht auch nicht Ja. so gut ist, Weil die Milchprodukte. sind auch schwerer verdaulich. Ja. Und dann ist es auch ganz gut, vielleicht eine Stunde früher ins Bett zu gehen. Ja. Dass du um 10 ins Bett gehst. Weil Okay, vom das ist. Ayurveda wissen wir, da gibt es so bestimmte Zeiten, so einen Rhythmus, so, nicht? Das kann man auch Ja. merken an der Nase, so wo die Luft mehr reinfließt und rausfließt, so, und welche Seite mehr aktiv ist. Und dann haben wir so Zeiten, die sind sehr gut, wo man besser einschlafen kann. Und das Ja. ist so in der Kafferzeit, Ja, nicht? okay. Und wir haben bis 10 Uhr abends, also bis 22 Uhr, haben wir so eine Kafferzeit. Ja. Nicht? Bis 10 Uhr, die hört dann auf. Also von. Warte mal, jetzt 22 Uhr. Also von 6 Uhr abends bis 10 Uhr ist eine Kafferzeit. Das ist so eine träge Zeit, so eine schwere Zeit. Und wenn du dann ins Bett gehst, dann ist dein Geist auch ruhiger, der ist so mehr stillgelegt, der ist nicht so aktiv. Aber wenn du jetzt nach 10 ins Bett gehst, dann kommst du in die Pitta-Zeit. Das ist so diese, was man auch gerne hat, so wenn man abends was oder mittags gegessen hat, nicht Pitta zur Verdauung. Und dann wird dein Geist aktiver. Ja. Und dann kann das dazu führen, dass du zu viel in deinen Gedanken kommst. Schon alleine dadurch, weil du diesen Rhythmus nicht einhältst, von der Natur. Eben, ich Nicht? denke, die Natur bestimmt das, oder? Ja. Denke ich Wann schon auch. stehst du morgens Ja, auf? war auch immer ein Morgenmensch. Also ich kann Ja. morgens höchstens bis 7. Bis 7 Uhr schlafen. Aber ja, ich Ja. stehe schon, ich bin mein, um 6 stehe ich auf. Das Ich ist gut. um 6 Also ein stehe ich bisschen vor 6, nicht? Weil bis um 6, nicht um 6, da ist man noch in der Kafferzeit. Und dann kommst du ja wieder in die Pitta-Zeit morgens, nicht? Ja. Warte mal, 6, muss ich gerade mal überlegen. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nee, entschuldige, da kommst du in die Vata-Zeit. Von der Kafferzeit in die Vata-Zeit. Und dann ist also, dann ist auch wieder, um in Schwung zu kommen, ist es gut, wenn du also von 6, immer mal überlegen, wie kann Fehler machen? Von 6 bis 10 ist Kapha. Also jetzt haben wir es. Von 6 bis 10 ist Kapha. Das heißt, du solltest vor 6 aufstehen, Ja. damit du nicht in die Kapha-Zeit. Angenommen, du stehst dann so um 6:30 auf oder um 7, dann ist es so, dass so eine Trägheit schon beim Aufstehen da ist. Ja. Und das führt dazu, dass diese Das ist. Trägheit mit in den Tag gebracht wird und der ganze Tag verläuft etwas träger. Ja. Deshalb ist gut, abends vor 10 ins Bett zu gehen, wo noch Kaffee ist, und morgens vor 6 aus dem Bett zu kommen, dass Ja, man nicht in die das. Kafferzeit hineinkommt. Wenn ihr Fragen habt, freue ich mich, könnt ihr gerne stellen, weil viele kennen das ja auch so, dass sie nicht schlafen können. Und der Hauptgrund des Nichtschlafens, auch von diesen Ängsten, wovon du gesprochen hast, dass da Ängste sind, dass du nicht schlafen kannst und so. Der Hauptgrund ist immer so, wir haben Samskaras. Das sind Eindrücke aus der Vergangenheit, das sind Ablagerungen, das sind Stresse und Ja, ja, Verspannungen, die wir ja. in unserem Nervensystem haben. Genau, das denke Nicht? ich auch, ja. Das Nervensystem ist angespannt, oder? Ja, Das guck mal, ist das Nervensystem total, ist das spüre ich angespannt. auch, oder?
Und dann auch dies, was du sagst mit der Scheidung und so, diese Eindrücke, die da sind, die bewegen unseren Geist, nicht? Die halten uns so in Trab. Und wenn wir denn schlafen wollen und auch die Haltung aber, ja, und die Angst haben, oh, ich kann nicht schlafen. Das verstärkt sich. Ja, Das das verstärkt verstärkt sich sich, alles. ja. Das verstärkt. Aber das ist ja halt so, man kann ja nicht sagen, so jetzt, ich denke da nicht dran, nicht? Ja, ich Oder? möchte das können, aber das geht Ja, nicht. Es geht funktioniert nicht. nicht. Es Ja. funktioniert nicht. Ja, das geht nicht. Genauso, wenn du jemanden Angst hast und du sagst, ja, hab doch keine Angst, nicht? Ist doch Ja, gar kein Grund. ja. Aber vielleicht hast du Angst. Irgendwie, ich hatte vorhin so ein Beispiel von mir erzählt, mit der Angst irgendwie, war auch vielleicht Angst oder irgendwie ein Eindruck. Da war ich ein kleiner Junge, da war ich 5 Jahre alt, 5, 6 Jahre. Und ich musste, mein Vater wollte immer, dass meine Haare so schön kurz sind. Da musste ich zum Friseur. Und ich war so ein Zappelfreak da zu der Zeit. Und dann hat der Friseur mir mit einer Holzbürste einen über den Kopf gehauen, so, nicht? Ich sollte still sitzen, Krass, nicht? Knallhart. krass. Und diesen Stress, den ich da eingefangen habe, den habe ich so bis vor ein paar Jahren immer noch gehabt, wenn ich beim Friseur war. Boah, dann saß ich da und dann hatte ich so eine Unruhe, ich konnte es gar nicht erklären. So, konnte ich erklären, warum ich diese Unruhe habe. Ich kriegte manchmal sogar Schweißausbrüche, so beim Friseur, sonst nie, nirgendwo, aber beim Friseur. Immer wieder so die gleichen Muster. Ich habe das beobachtet, wie kann das sein, das ist schon so lange her jetzt, dass ich da immer noch habe. Und das ist so, das können immer noch Sachen sein, die im Unbewussten sind oder die irgendwo sich festgesetzt haben im System. Und wenn diese gleiche Situation wiederkommt, dann kommt dann Angst auf oder Unruhe auf oder Zweifel auf. Und so können alle, Alle Situationen, ja, alle, ja, es funktioniert alles so, oder? ja. Diese Ängste. Ja, machst du noch was dazu sagen? Ja, Hast ich du noch verstehe andere das gut. Erfahrungen so? Na, ich verstehe das gut, oder? Verstehst du Das gut, nicht? sind verschiedene Sachen, oder? Wo man erlebt hat, oder? Wo man negative Erfahrungen gemacht hat. Kannst du ein bisschen lauter sprechen, Wo ja? man negative Erfahrungen gemacht hat, oder? Und das bleibt dann drin, oder? Im System. Ja. In den Nerven. Also ich weiß nicht wo genau, aber doch. Wahrscheinlich im Nervensystem. Ja. Und das lässt einem nicht mehr zur Ruhe kommen. Ja, und wenn wir dann wie wir vorhin sagten, dann mit der Aufmerksamkeit sind, bei dem, was wir eigentlich nicht wollen, Ja. und dann Angst davor haben, das hilft uns schon, wenn wir darüber sprechen sollen. Schau mal bei dir, wie sich das Ja, entwickelt, wenn wir darüber das sprechen, denke ich dass auch. uns das ganz bewusst ist, warum kriege ich jetzt mehr Angst, wenn ich abends ins Bett gehe. Und wenn wir wissen, das ist alles so selbst gemacht, nicht selbst so kreiert. Diese Ja, Angst, ja, ich verstehe es nicht. Wieso eigentlich, oder? Also, es ja, sind Erfahrungen, es sind negative Erfahrungen. aus der Vergangenheit, Ja. ja. Der Punkt ist ja auch so, wenn man sagt, ich will das nicht, so, das ist ja das, dass man es verstärkt. Ich will das nicht. Viel besser ist es eigentlich so, dass man so eigentlich so ins Bett geht, ohne etwas zu wollen. Also nicht Das schlafen wäre wollen oder ideal. nicht schlafen wollen, sondern dass man einfach so ins Bett geht so, oder sich darauf freut, boah, ich finde eine herrliche Ja. Nacht und so, ist so schön warm im Ja, ja. Bett und so. Ja, Nicht? Und weil ja. das wird auch wieder gestärkt, nicht? Wenn du diese Haltung hast, boah, ist das so schön. So. Und der Clou bei der ganzen Geschichte ist jetzt der, das habe ich jetzt so mal aufgeführt, so. Mit diesem Chart, also könnt ihr das sehen hier, wir haben da gerade drüber gesprochen, das ist hier, wenn wir dieses so das Bewusstsein, was wir haben, wo wir denken, auch so, oh, ich kann nicht schlafen, oh, da kreiert man sich seine Ängste, da denkt man so, jetzt hier ist man so am Denken, so nicht? Und die Gedanken, woher kommen die Gedanken, dass wir so drüber nachdenken, so, das sind hier so diese. Die habe ich jetzt hier nicht, etwas nicht aufgezeichnet. Ich habe hier noch ein anderes Chart, aber vielleicht geht es ja auch so. In diesem Unbewussten, was uns so unbewusst ist, da sind diese ganzen Eindrücke aus der Vergangenheit. Und das ist nicht nur diese Vergangenheit aus, jetzt aus diesem Leben, das ist auch so aus früheren Leben.
kann das was sein, nicht? Mhm. Wo wir vielleicht gar nicht drauf kommen und Rätseln rum und so, kommt das bloß her, dass ich nicht schlafen kann oder warum ich Angst habe. Das sind so Eindrücke hier, nicht nur wie ich das erzählt habe mit dem Friseur, der mir da die Bürste im Kopf gehauen hat, da war irgendwas hier im Unbewussten oder so irgendwo abgelagert im System, was dann dazu geführt hat, dass ich diese Reaktion hatte. Und so hat jeder so irgendwie, manchmal auch so, wenn jemand so missbraucht worden ist, nicht? Viele Menschen wurden missbraucht als Kind oder vergewaltigt. Und dann kommen die, sind in der Partnerschaft und so, plötzlich merken die, sind überhaupt nicht liebesfähig. Ja. Oder haben Angst vor dem Partner, weil die können sich nicht erklären, sie lieben ihren Partner, aber da ist irgendwo so ein Brocken im Unterbewusstsein, im Nervensystem. Und dann kommt so eine ähnliche Situation, was sie vielleicht erlebt haben oder irgendwo so eine Erinnerung wo, oder so auch ein unbewusste Erinnerung oder so. Ja, also das Bewusstsein hat ja alles gespeichert. Alle Informationen sind ja in diesem Unbewussten gespeichert. Und da kommt jetzt so dieser gleiche oder ähnliche Moment, wo das wachgerüttelt wird und dann sind die Symptome oder Ängste, die daraus resultieren können, plötzlich da. Sind da, ja. 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 Und dann steht man, dann zittert man vielleicht, ja, vielleicht schwitzt man so. Ja, auch, ja. Oder hat Ängste, kommen Ängste plötzlich hoch. Und wir sind da ausgeliefert. Ja, und man ist ausgeliefert, ja. Was macht man dann, ne? Ja, was macht man da? Da kann man gar nicht mit Gedanken irgendwas machen, nein, nicht? Nein. Klar, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann wird uns da vielleicht bewusster. Ja. Und je bewusster wir es, ja. Das ist schon viel wert. Ja, das ist, wenn uns das bewusst ist, nicht? Dass es so ist. Ohne, man muss gar nicht genau wissen, woher das kommt. Man muss also nicht die ganzen Stress und Verspannungen kennen aus der Vergangenheit. Das ist gar nicht möglich, weil das ist ja unendlich viel. Ist nicht möglich, nein. Aber wir haben bestimmte Reaktionen oder Symptome. Oder klar, fangen wir an zu denken, wo kommt es her, also, was kann ich da machen und so. Aber wir müssen es nicht wissen. Es reicht völlig aus, wenn wir transzendieren. Wenn wir, das heißt, wenn wir all diese Blockaden und all das, was da ist, da so vorbeihuschen können und dann hier unten, was ich hier so geriffelt gezeigt habe, hier reinkommen. Das machen wir mit der Meditation. Dass wir, wenn wir meditieren, dann tauchen wir hier durch das Mantra, das hilft uns, dann tauchen wir hier rein und da gibt es keine Hindernisse, keine Ablagerung, keine Erinnerung aus der Vergangenheit. Ja. Weil das ist alles hier oben. Und jetzt sind wir aber hier reingekommen und was jetzt passiert, da erfahren wir eine tiefe Stille, weil die... Ja? Ruhe, Stille. Ja, ganz, ja. Sag ruhig, wenn du was weißt. Mhm. Denn, und da erfahren wir so eine tiefe Stille. Und diese Stille bewirkt jetzt, dass die ganzen Blockaden, die da irgendwo sind, im Unbewussten, die Stress, Verspannungen, Traumata, alles, das löst sich dadurch auf. Durch die Ruhe. Weil diese Ruhe, die wir hier, das ist so die Transzendenz hier unten, hier das ist die Transzendenz, die Ruhe ist viel, viel tiefer als im tiefsten Tiefschlaf. Und da können also ganz tief verwurzelte Stresse und Verspannungen sich jetzt lösen. Und das merken wir, und das habe ich hier erwähnt, so mit dem geistigen Potenzial, nicht, dass der Geist plötzlich merkt, man, boah, ich kann viel besser denken, meine Gefühle sind viel intensiver und klarer. Ich habe bessere Ideen. Die Kreativität nimmt zu. Weil all das, die ganzen guten Werte, die wir so in uns tragen, die tief in uns sind, die kommen nicht zum Tragen oder können nicht gelebt werden, weil wir diese Blockaden haben. Nicht die uns daran hindern. Weil das ist so, auch das ganze Qi, nicht diese Energie nicht, oder Prana, kann man sagen, die Prana, diese feine Energie, die so durch diese 72.000 Nadis, die wir haben, so fließen, können nicht richtig fließen, weil diese Blockaden da sind. Die sind verstopft.
Genau. Und wenn wir jetzt diese Blockaden mehr rausbringen, dann merken wir plötzlich, da wird so eine lebendige Energie fließt durch uns durch. Unsere Gedanken werden klarer. Die Gesundheit verbessert sich. Nicht? Das war ja auch gerade so ein Thema, nicht? Ganz dass wir genau, Sachen. Die Gesundheit, ja. Die Ängste, die jetzt uns noch so zu schaffen machen, die werden, ich will nicht sagen, dass sie von heute auf morgen weg sind, aber in dem Rahmen, wie wir bewusster werden, nehmen die Ängste, die Depressionen, die Wut, der Ärger, alles, was wir so haben, wo wir uns immer mit beschäftigen oder wo wir konfrontiert werden, ja. Einmal durch uns selbst oder auch durch andere. Jawohl, ja. Ist auch so ein Punkt, nicht? Ja, ja. Ja, ja. Nicht auch andere bringen uns so. Auch andere, klar. Die können auch auf uns wütend sein und ärgerlich sein, die anderen. Aber da muss man auch verstehen, wenn jemand auf uns wütend ist oder ärgerlich ist und so und sauer ist auf uns, der spiegelt im Grunde genommen unsere eigene Wut, die wir in uns haben, wider. Wenn wir die Wut, diesen Ärger, diese Blockade nicht mehr haben in uns, nicht? Dann gibt es nichts wieder zu spiegeln. Das heißt, das Problem ist niemals bei dem anderen, der uns sagt, du bist ein Idiot nicht, und wie kannst du nicht, und ist wütend und ärgerlich auf dich, alles Mögliche. Aber im Grunde genommen, und dann wird man selbst auch noch mal wütend, nicht so, nicht? Ja, ja. Wenn der sagt, boah, du bist ein schlechter Typ ja, und ja, so, klar, nicht? Krass. Du bist, taugst nichts und so, ich sage ein bisschen krass hier. Ja, dann ist verletzt und wird. Ja. Ja. Das ist so eine Verletzung. Der eine verletzt den einen, anderen, ja, nicht? Ja, ja. So, das kennen wir alle, ja, so dieses Ping-Pong, so, nicht? Dieses hin und her, ja, nicht? Ja, ja, nicht? Ja, und das tut weh, nicht? Das tut richtig das tut weh. Und dann ist es auch leicht, dass wir sagen, du bist der Schuldige, nicht? Du hast mich jetzt verletzt, nicht so. Aber im Grunde genommen können wir ganz dankbar sein, wenn da jemand ist, und das ist ja gerade auch in Partnerschaft oft der Fall, dass der andere, der eine den anderen verletzt und umgekehrt. Das ist so. Gerade in der Partnerschaft, das spiegelt das auch ganz gut wider, da hat der eine ja, das ist ja auch Vertrauensverhältnis nicht in der Partnerschaft, nicht, und da ist die Liebe da und so. Und dann hat man Zugang zu den Ebenen hier, in diesen feineren Ebenen, wo wir alles ganz gut weggetan haben, weggedrückt haben. Wo wir nichts mehr zu tun haben, weil das so schmerzhaft ist. Und jetzt kommt der Partner und der stochert da drin rum und jetzt kommt das an die Oberfläche. Und dann sagen, boah, du bist der Böse, nicht so. Mhm. Aber im Grunde genommen hat er einfach nur bewirkt bei dir, dass das, was versteckt ist, was so im Unbewussten verankert ist, dass das an die Oberfläche kommt. Und da kannst du dann sagen, boah, danke, dass du mir das gebracht hast. Weil jetzt kann ich da reinfühlen vielleicht so, das mir bewusst machen. Und durch diese Bewusstheit kann sich das auflösen. Wenn einem das ganz bewusst ist, so diese Sache, was da jetzt hochgekommen ist, nicht, so wie zum Beispiel der Friseur, der mir da einen übergehauen hat, das wurde mir auch so, alles damals so bewusst und plötzlich fast nicht mehr da. Mhm. Aber wenn ich das immer so wegtue und sage, nee, ich will da nicht mich drum kümmern und so und es hat nichts mit mir zu tun oder so, doch, das ist alles so, was in uns ist, so hat irgendwo ja auch was mit uns zu tun. Letztendlich hat das nichts mit uns zu tun. Aber wenn wir uns damit identifizieren, das ist der Punkt nochmal, nicht? Ja. Nicht? Genau. Das Ego. Ja. Das Ich. Ja. Wenn wir uns damit identifizieren, klar. Das ist der Punkt, denke ich. Hast du da ein Beispiel so aus deinem Leben jetzt, so was da? Es ist vielleicht aus der Partnerschaft oder was anderes? Das passiert eigentlich immer, oder? Sobald ich mich identifiziere mit etwas, bin ich irgendwie nicht mehr ich. Da bin ich wütend oder. Ja. Oder ich bin unruhig oder traurig oder ich bin einfach nicht ich oder ich spüre das. Komm, ganz schön, nicht? Er sagt, ich bin nicht mehr ich. Da spricht er eigentlich dieses große Ich an, das Selbst, das, was er wirklich ist. Und das möchten wir ja sein und das, jeder möchte das spüren. Oder? Ja. Denke ich. Und dann auf dem Chart, wo ist dieses Ich, wovon er jetzt gerade spricht? Dieses Ich ist dieses hier. Das ist die Transzendenz, das ist das große Ich, dieses kleine Ich, dieses Ego, nicht dieses Ego-Verhalten, nicht so, wo man sagt, nicht, ich ärgere mich jetzt so über dich zum Beispiel, nicht so, ich ärgere mich so, warum hast du das schon wieder getan, nicht? Das ist dieses kleine Ich, was dann so in Zorn gerät und in Ärger gerät und wütend wird, weil man sich mit dem, was der andere gemacht hat oder gesagt hat, sich damit identifiziert.
Mehr ist das gar nicht. Und das möchte ich ja jetzt vertiefen und lernen, oder? Ich bin ja da bei Peter Herrer, um das zu lernen. Da rauszukommen. Und da rauszukommen, ja. Das ist der Trick. Das ist eigentlich ist das gar nichts Großes, nicht? Ja. Ja. Man muss es einfach mal erfahren, denke ich. Die Erfahrung machen. Und das ist das Wichtige. Die Erfahrung machen von dem großen Ich hier, dieses hier. Wenn wir das einmal, nur einmal erfahren haben, so nicht? Wenn wir nur einmal erfahren haben, wer wir wirklich sind. Das heißt, das, was wir jetzt immer so erfahren, so, wenn da Angst ist, so, oder Wut da ist, oder man ist enttäuscht, nicht? Man ist eifersüchtig, man ist depressiv. Da erfahren wir ja nicht das. Da erfahren wir ein Symptom oder eine Reaktion oder nicht, irgendwas so, wo wir uns mit identifizieren. Und solange wir uns hier mit dieser objektiven Welt oder mit diesem Symptom, mit dem Ärger und so identifizieren, können wir das gar nicht erfahren. Weil diese Identifikation bindet uns. Sie bindet uns an das, was wir jetzt für wichtig halten, nicht? Ja. Da rauszukommen, das ist so schön. Es ist sehr schön, man muss es einfach versuchen und machen. Ja, weil das da rauszukommen, das ist so, hier, was du auch sagst, so diese Freiheit, nicht, die da kommt, nicht? Die Freiheit, nicht? Ja. Du bist ja nicht, die Bindung macht ja nicht frei. Und glaube, jeder möchte frei sein. Jeder, jeder, genau. Das ist ein glaube ich, auch ein Grundbedürfnis sogar des Menschen. Sehr schön. Frei zu sein. Ja. Weil nur in der Freiheit, wenn wir in der Freiheit sind, können wir leben. Ja. Können wir erblühen. Ja. Ja, da können wir, unbedingt. Können wir selbst sein, so, nicht? Mhm. Genau. Wenn wir gebunden sind, das ist ein Gefängnis. Wir machen uns alle selbst ein Gefängnis, indem wir uns mit den Dingen, die zu uns kommen, identifizieren. Dadurch engen wir unser Bewusstsein ein und sind Sklaven. Wir sind Opfer. Das haben wir uns selbst geschaffen. Man kann im Gefängnis sein, der Sri Aurobindo, der war erleuchtet, der war im Gefängnis in England, der war völlig frei. Und der war nicht lange im Gefängnis, weil er in diesem hohen Bewusstsein war. Und dieses Bewusstsein, so diese, das ist wie die Mutter, die sich um ihr Kind kümmert, dieses Bewusstsein hat dafür gesorgt, dass er ganz schnell wieder rauskam aus dem Gefängnis, in diesem äußeren Gefängnis. Aber er fühlte sich gar nicht im Gefängnis, weil er diese innere Freiheit hatte. Das heißt, du kannst, egal wo du bist, ob du jetzt einen Beruf hast, der so monoton ist, vielleicht am Fließband, nicht, oder irgendwie, oder Generaldirektor, der viel Verantwortung trägt und so, nicht, der kann sich auch völlig unfrei fühlen, hat zwar einen hohen Posten, verdient viel Geld, aber ist so eingeengt und versklavt in seiner Tätigkeit, dass er sagt, boah, wann hört das mal auf? Oder denkt, wann komme ich mal in mein Rennen, Alter, nicht? Aber der ist selbst dann nicht frei. Ich gucke gerade mal hier auf mein iPad jetzt, was da an Fragen sind. Gehen wir gerade von vorne mal durch. Rosa Maria, schön, dass du da bist. Oma ist auch da. Oma, ganz schön. Hallo. Michael, freue mich, dass du da bist. Robert, Ranjan, sehr schön. Marita, Birgit, nochmal. Hallo, lieber Peter. Rosemarie, nochmal. Sehr schön. Joachim. Ach, Joachim ist auch da. Toll, freue ich mich. Joreis. Kinder sind da super Helfer. Ja, wunderbar, Rosemarie, was du sagst, Kinder. Da habe ich ja auch schon einiges drüber gesagt. Nicht? Die Kinder, so werden auch wenn die so gerade so noch nicht zur Schule gehen oder, ja? Ja, ja. Hast du auch Erfahrungen damit? Kinder, nein, aber die Kinder sind schon. Ja, die sind, habe ich mal das Gefühl, die sind so noch mit der Freiheit, mit dieser göttlichen Freiheit verbunden sozusagen. Nicht? Ja. Die sind noch nicht, ja? Ja, ja, denke ich auch, ja. Aber sie werden schon dann bald irgendwie... Ja, wenn die anfangen so,
wenn man schon sagt, hier, das ist der Papa, das ist die Mama und das ist, du heißt Emil oder so, da fängt man schon an, so Begrenzung zu schaffen. Programmieren, ja. Ja. Und nachher, wenn man zur Schule kommt, dann wird es ja ganz stark. Aber so vorher, da sind die so frei und das ist so toll. Ich glaube, man sieht ja auch bei den Kindern so, wie sie so glücklich sind. Das ist die Freiheit, weil da, wo ich gerade sagte, da, wo dieser Bereich ist, wo die Ribbels sind, da ist die Transzendenz. Und da ist ja auch diese Glückseligkeit zu Hause. Nicht diese unendliche Freude. Und wenn Ja. wir da jetzt eintauchen und dann wieder in die Aktivität gehen, dann nehmen wir am Anfang immer ein bisschen davon mit. Das ist noch nicht das volle Potenzial. Das volle Potenzial haben wir, wenn wir da stabil drin sind, in dieser Transzendenz. Dass wir sagen so, dass wenn wir sagen so, ich bin das reine Bewusstsein, nicht? Ich bin das Selbst, so, nicht? Und anfangs ist man noch ein bisschen getrennt, sag mal, ich bin das Selbst. Und du bist das nicht selbst. Da ist man noch so ein bisschen in Trennung. Das ist so im kosmischen Bewusstsein. Da macht man so Trennung. Aber wenn die beiden dann zusammenkommen, was ich dann mal sagte, so, wo der Wahrnehmende und das Objekt der Wahrnehmung und dieses Feld dazwischen, das Energiefeld zwischen dem Wahrnehmenden und dem Objekt, das ist so eine Einheit. Das sagen wir auch so, das ist so Samhita, das ist Einheit. Und da ist die höchste Glückseligkeit oder der höchste Friede, den wir erfahren können. Und Kinder, die sind schon Die sind so so. gefühlt, dass sie so in dieser Einheit sind. Und dann plumpst sie langsam wieder raus. Und dieses Glücks, was die Kinder so erfahren, boah, die sprudeln ja manchmal so über, nicht voller oder Glück. Ja. Und das spüren die Eltern und das macht die Eltern, glaube ich, auch so glücklich. Genau. Weil das Kinder. Das sind die besten Lehrmeister, denke ich mal, auch für die Eltern, auch für die anderen Leute, die mit den Kindern sind, weil die haben diese Unschuld, diese Freiheit, die bewegen sich so, wie es ihnen gerade einfällt und haben manchmal das Gefühl, bah, so möchte ich auch sein. Ja, Nee? genau. Das heißt also, werdet wie die Kinder, nicht? Und das ist damit ausgedrückt, werdet wie die Kinder, werdet so unschuldig wie die Kinder. Die nicht im Kopf sind, nicht die machen sich keine Gedanken, kann ich schlafen oder kann ich nicht schlafen. Ja, Die gehen ins Bett, plumpsen genau. sie da Ja, runter genau. und dann schlafen sie. 2 Minuten später schlafen sie. Wenn wir nicht schlafen können, das ist hier, unsere Maschine. Du, 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 du. Nee? Genau. Ja. Ja, ganz schön, Rosemarie. Ja, einmal erfahren und nichts ist mehr, wie es war. Ganz schön. Einmal, wenn du einmal diese Transzendenz erfahren hast, und das ist ganz notwendig, denke ich auch, dass man sie mal, auch wenn es nur einmal richtig ist, so zu erfahren, weil dann kannst du erst wissen, wer du wirklich bist. Nur durch Erfahren. Ja, nur Nur erfahren. durch Nicht durch Erfahren. dieses Reden und Nein, so. nein. Dieses Reden, das führt uns so ein bisschen so in die Richtung. Und so auch in unserer eigenen Erinnerung, dass wir das Selbst sind. Aber die Bestätigung kannst nur du haben durch deine eigene Erfahrung. Also kein Meister und kein Lehrer und kein Video und noch so schöne Worte können dir die Erfahrung von der Transzendenz nicht geben. Sie können dich alle so in die Richtung führen und sagen, du, wäre schön, dass du meditierst, so, dass du transzendierst und dass du mal zu dir selbst kommst, dass du mal diese Stille, diese unendliche transzendentale Stille erfährst. Und wenn du das einmal hast und einmal erfahren hast, dann sagst du, boah, jetzt weiß ich erst. Und jetzt kann ich unterscheiden. Vorher kannst du ja gar nicht unterscheiden. Was willst du da unterscheiden? Da kannst du jetzt unterscheiden zwischen, was ist das Selbst und was ist das Nicht-Selbst? Was ist das Relative und was ist das Absolute? Und diese Entscheidung brauchen wir. Diese Entscheidung brauchen wir, um das Selbst und das Nicht-Selbst oder das Relative und das Absolute zusammenzufügen, dass wir zur Einheit kommen, dass da keine zwei sind, sondern dass wir ganz eins sind. Das brauchen wir. Und warum brauchen wir das? Was heißt brauchen? Nicht? Aber wenn wir es haben, das ist so, wie du gesagt hast, wenn einmal erfahren und nichts nicht. Und nichts ist mehr, wie es war. Ja, dafür brauchen wir das. Diese Erfahrung Genau. von dieser Einheit. Weil
Wenn wir das erfahren, dann kann uns ja nichts mehr umhauen. Weil wir sind mit allem vertraut. Das ist auch nicht so, dass wir irgendwas noch haben müssen für uns oder irgendwas brauchen und so. Dann hast du alles. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, nicht? Ja. Im Moment schon, aber es ist, Moment schon, ja. Wie gesagt, die Erfahrung. Das ist ja mal. Die Erfahrung ist Wissen oder die Erfahrung ist. Man muss, man muss beim Esel immer die Möhre so ein bisschen vorweghalten, nicht, damit der da hinterherläuft. Ah. Er hat die Möhre noch nicht, aber er versucht sie zu kriegen. Ja, nicht? Und ja, so. Ja. Und das ist so ein Trick und so. Und eigentlich dazu ist das Wissen auch ganz cool, nicht? Dass man so einmal erstmal weiß, dass es das gibt. Nicht? Wenn es nicht gibt, du würdest ja gar nicht auf die Gedanken kommen, jetzt so Richtung Einheitsbewusstsein zu gehen oder Richtung Erleuchtung zu gehen. Wenn du nie was davon gehört hast, wie sollst du denn wissen, dass du das zu machen? Ja, nicht? Ja. Oder genau, auch wenn du sagst so, oh, ich bin jetzt das Selbst. Oh, ich bin das Selbst. Das ist ein ganz toller Vorher, ganz tolle Erfahrung. Ich bin das Selbst, so nicht? Aber ich bin noch nicht erleuchtet. Du bist noch getrennt am Anfang. So. Das ist anfangs ist so, du transzendierst und dann bist du mal ganz weg vom Fenster, so machst keine Erfahrung, dann kommst du wieder raus, dann bist du wieder überschattet, so, dann werden wieder Eindrücke da und dann bist du wieder gebunden, so identifizierst dich und dann wird das Schöne, was du da erfahren hast, geht wieder verloren. Aber dadurch, dass man dann regelmäßig das so macht, so immer wieder eintauchen, so, dann wird das ein bisschen mehr stabilisiert und dann merkst du eines Tages, dass zwei Dinge gleichzeitig da sind. Das ist die Stille oder die Transzendenz und zum Beispiel das Sprechen. Da sprichst du und erfährst gleichzeitig die Stille. Das Nervensystem kann das, das menschliche Nervensystem kann das. Das tierische, das Nervensystem der Tiere kann das nicht. Das kann nur der Mensch. Der Mensch kann zwei Dinge gleichzeitig durch sein Nervensystem erfahren. Einmal die Wahrnehmung und die Handlungen und gleichzeitig die tiefe, unbegrenzte Stille. Ja. Das ist, du bist aktiv, ja? Ja, das verstehe ich. Verstehst du nicht? Du bist dann aktiv so, zum Beispiel du sprichst und so, und gleichzeitig erfährst du die Stille, du regenerierst dich während des Sprechens. Wenn man nur spricht und keine Stille, dann erschöpfst du mit der Zeit. Genau. Nicht? Du bist müde. Aber wenn die Stille da ist, natürlich ein bisschen Verschleiß ist auch da, aber nicht so viel. Deshalb, man braucht dann auch nicht mehr so viel Schlaf. Viele Leute, da sprechen wir noch drüber, das ist nochmal so ein Punkt. Viele Leute, die sind so bewusst, die brauchen nicht so viel Schlaf mehr. Die schlafen dann 5 Stunden oder 4 Stunden oder 3 Stunden, gibt es so nicht? Ja. Die sind damit zufrieden, weil die sind so bewusst, der Körper regeneriert so stark durch diese Bewusstheit, dass er keine 8 Stunden, manche brauchen 9 Stunden, braucht, um sich zu regenerieren. Mit der Rosemarie nochmal, es gibt aber auch Meditierende, die sich an diese Erfahrung binden und dadurch wiederum nicht frei sind. Sehr schön. Und deshalb ist es gut, immer aus allen Erfahrungen, nicht so, das ist auch so, nicht, da hat man Erfahrungen so von Engeln, nicht Engeln, da kommen so Engel so, nicht, oder schöne Lichterfahrung oder Mandalas können da kommen, nicht so ganz schöne Mandalas und so, alles wirklich kann da kommen, wenn man, das ist, kann man so verstehen hier von dem Chart jetzt so, und ich kann es ja auch mit rüber gucken, wenn man jetzt hier ist, dann merkt man plötzlich, die Träume ändern sich hier, wenn man in diesem Feinheim so schon bewusstseinsmäßig mehr dahin geht, wo jetzt noch Unbewusstheit da ist. Und dann merkt man plötzlich, mal das so wieder hier hinstellen, weiß nicht, ob das, wie das ist, so, wie es damit ist. Wir lassen das, speichern wir das hier ab. Wie es denn da ist, so, und wir merken dann, so, je tiefer wir hier eintauchen, hier in das Bewusstsein, umso schöne Erfahrungen werden wir machen. Auch himmlische Erfahrungen. Hier unten, hier, auf der feinsten Ebene der Schöpfung, auf der feinsten Ebene unserer Gedanken, da können wir so göttliche Erfahrungen machen, nicht? Da kann auch Krishna zu uns kommen, oder Shiva, oder Jesus, oder Buddha, alle möglichen, oder irgendeinen Heiligen, den du verehrst oder so, der kann dann plötzlich hier so ganz konkret in deinem Bewusstsein auftauchen.
Weil du jetzt mit deinem Bewusstsein da bist, wo er auch ist. Das ist schön, das ist beglückend und erfüllend, nicht, das zu erfahren. Und du kannst dann kommunizieren, du kannst sogar kommunizieren mit Krishna, also nicht zum Beispiel. Nicht? Und so dich austauschen, der kann dir gute Ratschläge geben, nicht? Also das ist so, dass die Erfahrungsbreite, die ist unendlich. Unendlich, nicht? Das merken wir jetzt ja schon, nicht? Also selbst wenn wir mit unseren 5 bis 10% an Bewusstsein, Intelligenz, nicht, und Wahrnehmung, schon da ist ja das Feld unendlich groß, nicht? Deshalb reisen wir ja mal nach Afrika, nach Amerika, nach Indien, in die Ukraine, überall mal hin. Peru, ja, nach Peru, ja, du kommst aus Peru, nicht? Genau. Ja. Überall mal hinreisen, das ist schon so unendlich und das möchten wir alles erfahren. Und da reicht das Leben gar nicht aus, um alle Länder und alle Städte und alle schönen Kulturen kennenzulernen. Aber jetzt reduzieren wir das mal auf unser Bewusstsein. Wir sitzen einfach auf dem Sofa und dann kannst du hier auch nach Peru kommen. Du kannst nach Russland gehen, kannst überall. Du kannst alles, was du möchtest, hier auf dieser allerfeinsten Ebene erfahren. Ist möglich. Das ist so, wir sagen ja, also wenn du hier zu Hause bist, hier, das ist das Feld aller Möglichkeiten. Was heißt das? Feld aller Möglichkeiten. Das ist keine Theorie. Das erfährt jeder, der das alles, was er so lieb hat und so und wertschätzt und so, sein Partner, nicht, und sein schönes Auto und so und seine Umgebung, alles mal so hinter sich lässt und dann transzendiert. Und dann so kommt er dann hier in das Feld, wo alle Formen unmanifestiert geworden sind. Ich will gar nicht sagen, dass sie alle weg sind, die sind nur alle in so eine unmanifestierte Form oder in den formlosen Zustand übergegangen, hier. Das ist ja auch der Grund, weshalb die gesamte Schöpfung, die wir heute haben, wo wir rumforschen und rumrätseln, wie das alles entstanden ist, die ist ja genauso auch hier draus gekommen. Alles ist daraus gekommen. Wir haben es vergessen. Deshalb sagen wir Smritis, Erinnerung, müssen uns wieder daran erinnern und dann, nicht, kommen wir mit dem wieder in Kontakt, was schon mal war, mit der gesamten Schöpfung, die früher schon mal war. Und deshalb das ganze Wissen, alles, was wir uns gar nicht so vorstellen können, ist hier in diesem transzendentalen Bewusstsein, in diesem Feld, wo alle Formen sich aufgelöst haben, sind denn hier gespeichert. Hast du Fragen jetzt speziell jetzt so? Also das für ist jetzt einfach für mich, ich habe jetzt viel erfahren und viel Wissen aufgenommen, also ja. Theoretisch, no? Ja. Aber ich möchte es jetzt einfach dann erfahren. Ja, darum geht es nicht. Und, genau. darum möchte ich dann kommen. Ja, darum geht es so nicht, dass man ja. das, was wir alles immer theoretisieren und philosophieren und so besprechen und so nicht. Das aber ist auch nötig, oder? Man muss ja, jetzt das zum, ist halt zum genau. Einstieg. Ja, das ist so, wenn man immer nur von einem Eis, nicht so einem Eis, nicht so drüber spricht, man hat nie geschleckt, so, nicht? Ja, ja. So, ja. Dann ist es immer zwar, hat man so eine Idee, so, wenn man noch nie ein Eis ja. kennt, hat man so eine Idee, so eine Vorstellung, aber man muss da reinbeißen, nicht, oder schlecken, nicht? Ja. Und erst dann, und das ist die Erfahrung. Und es geht eigentlich bei all den Erfahrungen nicht, es geht nicht darum, was ich vorhin auch angeschnitten habe, und dann hören wir auch auf. Es geht nicht so darum, um diese Erfahrung hier. Auch nicht so Begegnung mit Krishna und so, das ist natürlich alles schön, alles ganz gut. Aber uns in erster Linie geht es immer darum, dass wir hier eintauchen, hier. Dass wir die Erfahrung von uns selbst machen. Ja, ja nicht hier, ja. auf den hier, ja, genau. der so unmanifestiert genau. ist, aber den ich jetzt noch nicht erfahre. Ja, genau. Und das macht ja dieses, was ich jetzt sage mit dem Sanskrit-Mantra, nicht? Das ist jetzt so, wenn man sich das vorstellt, dass das Sanskrit-Mantra so nicht, und das ist dann so ganz gute Procedure, die man da hat, damit dieses Mantra sich verfeinert. Das sollen diese Kreise anzeigen, die werden feiner. Und dann switcht man so über in die Transzendenz. Da kommt man in so einen Zustand, wo man nichts mehr macht, da verschwindet das Mantra und dann ist man so ganz bei sich selbst, alle Formen sind weg. Und dann weiß man, boah, das ist so dieser Kick, den man hat, boah, das bin ich. Das ist
das ist mein Selbst, das bin ich. Und dann entwickelt sich daraus die Erfahrungen, daraus. Das geht uns nicht so sehr um die Erfahrungen, die wir jetzt sowieso schon haben, hier so im Alltag, nicht so rumreißen, hier hin und, nee, das ist alles, sagen wir mal so, wenn wir das nur machen, ist es eigentlich genau genommen Zeitverschwendung. Weil solange wir uns hier nur hier bewegen, in diesem Bewusstsein, das wir jetzt haben, dann leben wir immer nur diese Schicht von dem Eisberg, der aus dem Wasser rausragt. Aber das, was da drunter ist, so die ganze Tiefe, die ganze Weite, die jetzt hier ist, was wir noch als Unbewusstsein betrachten, erfahren wir ja gar nicht. Und immer darum geht es so nicht, und das erfahren wir, da sagen wir, das ist das Gottesbewusstsein, dass wir also erst transzendieren und dann haben wir die Erfahrung von unserem Selbst und Nicht-Selbst und dann können wir so Unterscheidung haben, so nicht, und dann sind wir am Anfang noch getrennt. Und das ist das kosmische Bewusstsein, wo beide Zustände gelebt werden, die Transzendenz und die Nicht-Transzendenz, das Nicht-Selbst, nicht das Relative, die veränderliche Welt. Da muss nichts weggelogen werden oder weggetan werden oder abgelehnt werden. Alles ist perfekt, alles gehört zusammen und deshalb auch die ganzheitliche Sicht. Das Relative wollen wir nicht verneinen. Wir tauchen zwar ein und gehen weg von der Transzendenz, aber es geht uns nur darum, dass wir die Transzendenz erstmal erfahren, sie stabilisieren und dann in unser Leben mit einbringen. Nicht, dass wir, wenn wir einkaufen gehen, dass wir nicht so, ich weiß nicht, was ich einkaufen soll, und weiß nicht, was wollen die denn essen und so, dass wir gar keine klare Linie haben in unserem Kopf. Wir wollen einfach von der kosmischen Intelligenz geführt werden. Und das passiert automatisch, wenn wir hier in diesem Bewusstsein etabliert sind, stabilisiert sind. Und da sind wir frei, da sind wir glücklich und da kann uns kein Mann, der Ehemann, die Kinder, das Auto, das Haus, alle Wohlstände, die wir haben, die Aktien und alles, was wir haben mögen, die ganzen Reichtümer, können uns nicht binden. Worte, die wir sagen, die binden uns dann nicht mehr. Das ist nur, solange wir im Ego sind. Und das Ego gibt es dann hier nicht mehr. Das löst sich auf. Das ist das große Ego. Das große Ich. Nicht? Mhm. Wie du sagtest, von dem Ich möchte erstmal wissen, wer ich bin oder mich erkennen. Nicht? Ja. Das ist es. So, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich da wart. Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht. Ja, mit den Erfahrungen, ich glaube, das geklärt nicht, Rosemarie, dass auch jede Art von Erfahrung, egal was es ist, und wenn sie noch so schön ist und wenn die strahlende Licht ist oder das göttliche Licht ist und wir verdrungen sind und so glücklich sind, nicht, alles im Bereich von der Sicht des absoluten Maya. Maya heißt, ist nicht real, ist nicht wirklich. Das Einzige, was wahr ist, ist dies hier. Die Transzendenz, das Absolute, das Selbst, das bist du. Das bin ich. Das sind wir. Das sind wir. Wir beide. Das sind wir. Ja, alle. Das sind wir alle zusammen. Das ist wahr. Und das zu erkennen, darum geht es nicht. Und wenn wir es erkannt haben, dann leben wir. Dann leben wir in Freiheit, in Liebe, im Mitgefühl, in Wertschätzung. Wir freuen uns einfach mit dem, was ist, sind in der Gegenwart, sind nicht mehr in diesem Kopfkarussell, gehen abends ins Bett, legen uns hin und sind glücklich mit dem, was ist, ohne drüber nachzudenken. Gesund. Und wir sind auch gesund. Ja, körperlich. Das ist Gesundheit, genau. Das ist auch Gesundheit. Das ist Gesundheit, nicht? Weil dieses hier, das macht uns ja krank, nicht? Wissen wir alle. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Auch bei dir, Ja, er hatte auch so ein bisschen Angst, sag ich mal. Ja. Ich habe ihn gefragt, so, ne, wollen wir zusammen ein Video machen? Und er sagt, wusste nicht so. Und dann haben wir das ein bisschen durchgecheckt und so nicht. Und ich glaube, es war schön, doch für dich auch, nicht? Ja, auch eine Erfahrung. Ja. Guck mal, du hast das so schön gemacht auch. So, deine Fragen und so. Und deine Beiträge auch, nicht? Das belebt das doch alles. Und das alles belebt das, nicht? Jeder kann. Dieses Feld, das hast du jetzt auch gemacht, und alle, die jetzt zuhören, alle dabei sind und so, dieses Feld zu beleben, und da mache ich wirklich Schluss, dieses Feld zu beleben, da wo keine Formen mehr sind, und deshalb sage ich,
Du bist das Selbst. Das ist das Selbst hier, hier unten, hier dieser Bereich, hier auch, hier noch drunter drüber. Ich spreche später drüber. Das ist das Selbst. Und das Selbst ist überall. Und wir hängen alle an dem Selbst. Und je bewusster wir sind, je bewusster wir uns erkannt haben, uns erinnert haben, dass wir das Selbst sind, umso mehr können die Qualitäten, die verborgen sind im Selbst, die unmanifestiert sind, in unser Leben mit einfließen, wie die Kreativität, die Intelligenz, die Freude, dieses Glücksgefühl, nicht, diese Glückseligkeit, Satchitananda, nicht, reines Bewusstsein, Ananda, Glückseligkeit, das kommt alles mit in unser Leben hinein. Und was ich jetzt aber sagen wollte, hier, das sind ja keine Formen, das heißt, es ist formlos, die Transzendenz, und das ganze Universum ist aus diesem formlosen Zustand entstanden. Und wenn wir da sind und uns jetzt zu unterhalten und so und verstehen so mehr und auch besser noch zu transzendieren da rein, das führt dazu, dass wir dieses Feld hier, deshalb auch diese Ripples, dass wir dieses Feld beleben, aktivieren. Und wenn wir das jetzt hier in unserem stillen Kämmerlein machen, so, jetzt sitzen wir hier, meditieren so, gehen so hier rein, so, beleben das durch unsere Mantra-Aktivität, das überträgt sich auf alle anderen Wesen, auf alles, auf die gesamte Schöpfung, dieser positive Einfluss, das ist positiv, wenn wir hier reintauchen, das hier ist hundertprozentige Positivität. Hier sind wir nicht so positiv, hier haben wir unsere Probleme, unsere Gedanken und jetzt rutschen wir aber aus dem Ganzen raus, dann kommen wir hier rein und sind so durchdrungen von dieser Positivität, beleben dieses Feld und das ist der wirkliche höchste Beitrag, den wir leisten können, um eine bessere Welt zu kommen. Die gesamte Umweltpolitik und so, die sich an sich ja meist mehr so hier ausgeübt wird, mit Krawalle und Schrei und so, wir wollen weniger Kohlendioxid und so, all diese Sachen, ist auch okay, ist auch ein Teil von dem Ganzen, aber die wirkliche Veränderung ist das, wenn wir hier aktiv sind, hier in unserem Bewusstsein, weil alles, die Politik, die Wirtschaft, Finanzwesen, alle Bereiche werden in einer positiven Art und Weise dadurch verbessert. Ich glaube, das ist ein ganz netter Abschluss. Alles Liebe, alles Gute für euch. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich dabei wart und wünsche euch die transzendentale Stille, aus dem alles erblüht. Jai Gurudev. Kannst du dein Glas mal singen? Ja, genau. Ja, war gut. Ja, war